Hallo und herzlich willkommen zurück bei Horizon Zero Dawn. Wir sind hier beim letzten Mal ein Stück nördlich von Meridian stehen geblieben. Nördlich auch des Steinbruchs, der Steilklippen, da hatten wir uns ja in der letzten Folge mit dem Steinbrecher beschäftigt, beziehungsweise ihn erledigt. Und jetzt befinden wir uns hier in der Nähe der Ausgrabungsstätte, wo wir Odin treffen sollen, beziehungsweise finden sollen. Und wir hatten ja hier am Ende der letzten Folge schon ein paar Kultisten getroffen, beziehungsweise sind ihnen begegnet. Die Begegnung war für sie doch eher tödlich. Nun gut. So, und ich glaube, wir müssen da drüben hin und da sind weitere Kultisten. Okay, ich würde sagen, wir ducken uns mal und nehmen mal wieder den Bogen raus. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns um die gleich mal. Sehen, ob wir den da erwischen können. So, das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Das war ein Kopftreffer. Und da schlicht doch noch ein zweiter rum. Da ist er auch schon. Sehen, ob wir den erwischen können. Ja, den haben wir getroffen, aber noch nicht erledigt. Oh, das ging direkt neben den Kopf. Und das war ein Kopftreffer. Sehr schön. Erledigt. So, dann müssen wir wohl da vorne hin. Okay, da bin ich mal gespannt, was uns da gleich erwartet. Ist ja nun auch die Hauptquest. Also, wird es endlich mit der Geschichte weitergehen. Ah ja, und jetzt aktualisiert sich auch unsere Quest. Und jetzt sollen wir die Ausgrabungsstätte betreten. Und wir haben erstmal hier bei dem Kultistenpriester noch 7 Metallscherben gefunden. Und da vorne scheinen wir noch ein Heilkraut zu haben. Das ist natürlich sehr schön. Okay, gut. Das ist sehr gut. Und hier haben wir noch einen Kultistenpriester mit einem Wüstenglas. Okay, dann nehmen wir uns hier mal noch das Heilkraut mit. Noch eine heilende Talröte. Sehr schön. Dann sollen wir wohl hier hochspringen. Ah ja, hier können wir hochklettern, so wie es aussieht. Genau. Und da haben wir gleich nochmal eine Kiste. Ich würde sagen, wir ducken uns erstmal. Ich würde mal sagen, wir schauen uns erstmal mit dem Fokus um, bevor wir irgendwas machen. Okay, hier können wir noch nichts erkennen. Nun gut, okay. Dann würde ich sagen, schauen wir uns erstmal die Vorratskiste an. Einmal reichhaltiges Fleisch, zweimal fettes Fleisch und 2 Gesundheitstränke. Aber es ist gut, dass wir beim letzten Mal Platz gelassen haben, als wir beim Händler waren. So, dann sollen wir jetzt wohl da runter. Ich bin mal gespannt, was uns denn da gleich erwartet. Oha, hier schwebt ein Stein. Das ist ja sehr interessant. Okay, egal. So, und jetzt können wir uns hier fallen lassen. Machen wir das mal. Sehe nicht gleich irgendwie, ja, wie die Wilden einfallen. Schauen wir noch mal mit dem Fokus. Das letzte Tageslicht. Ich muss wachsam sein. Okay, es wird wohl dunkel. Eine großartige Zeit für einen Angriff. Und da unten haben wir alte Trümmer. Oh, wir hatten ja schon festgestellt, dass hier auch ein altes Gefäß sich befunden muss. Ich staune, wir erkennen keine irgendwie Gegner oder ähnliches. Okay, na mal schauen. Was habt ihr also vor? Ihr wollt diese Dinger wiederbeleben. Ihre Kraft nützt uns. Maschinendämonen aus den Tiefen der Erde. Ein Albtraum. Albträume, ja. Die schlimmsten Träume unserer Feinde werden nun wahr. Ja, erhebt euch! Allein erwische ich ihn nicht. Die Dinger vernichten uns alle! Sie vernichten nur unsere Feinde und erobern unser Land zurück. Mein Fokus, er geht nicht mehr. Durchsucht hier alles! Vielleicht gibt es Eindringlinge! Verzeih meine Einmischung, Aloy. Es ging nicht anders. Oh, wer ist da? Ein Interessierter. Ihre Fokusse sind deaktiviert, doch ich weiß nicht, wie lange. Der Rest liegt an... Wer ist da? Oha, wir haben Hilfe erhalten. Das ist sehr, sehr interessant. Und jetzt sollen wir die Verderber und die Kultisten erledigen. Okay, wir haben wohl Verderber wie damals. Ja, gleich zu Beginn, als wir, glaube ich, im Mutterberg waren. Und gleich 2 davon. Also das, was damals als Dämonen bezeichnet wurde. Okay, die Schwäche ist auf jeden Fall Feuer. Haben wir noch? Da oben sind noch Teile zu erkennen. Ein Granatwerfer gegen Abriss anfällig. Und wir haben haufenweise Kultisten. Ein Kultisten-Scharfschütze. Da scheint ein weiterer zu sein. Das ist ein Kultistengräber. Oh, da oben ist ja noch einer.
Noch ein Kultisten-Scharfschütze. Okay. Da hinten haben wir noch einen. Wir gucken mal weiter. Da drüben ist noch einer. Ich glaube, die sollten wir uns mal markieren. Okay, wir haben oben Scharfschützen. Wie sind die denn da hingekommen? Gucken wir uns hier erstmal vorsichtig um. Oh, zwei Verderber sind, glaube ich, jetzt nicht so einfach. Kommen wir da irgendwie hin? Da ist auch ein Seil. Haben wir da einen Alarm? Sieht fast so aus. Okay, vielleicht können wir hier unten irgendwo lang. Mal schauen. Okay, hier scheint es erstmal einen Abgang zu geben. Rechts. Ah, und da hinten sind irgendwelche Leitern zu erkennen. Ganz auffällig gelb. Okay. Mal sehen, vielleicht sollten wir erstmal darüber gehen. Da ist auf jeden Fall auch Gras, wo wir uns verstecken können. Ich glaube, wir sollten erstmal versuchen, irgendwen lautlos auszuschalten. Das sind ganz schön viele. Ich glaube, wir sollten uns auch mal bei der Gelegenheit die Verderber markieren. Ja, den einen und den anderen nochmal. Okay, ich glaube, wir sollten uns mal alle markieren. Dann dürfen wir wissen, wo die sind. Oh, da hinten haben wir noch jemand Blaues. Ist das Olin? Ja, Olin wird als Blau, also als verbündet angezeigt. Okay. Gut, ich glaube, wir haben jetzt erstmal alle markiert. So, gucken wir mal weiter. So, jetzt waren hier, wie gesagt, Strickleitern. Oder Leitern, ja. Ja, die sind Strickleitern. Mal gucken, ob wir hier irgendwo hinkommen und ob uns das irgendwas nützt. Von oben kann auf jeden Fall nicht schaden, sich nochmal einen Überblick zu verschaffen. Aha, Moment, wir haben da vorne einen, der uns gesehen hat. Das ist nicht gut, den müssen wir schnell mal ausschalten. Okay, der ist erledigt. Hat auch scheinbar keiner mitgekriegt. Gut. Hier ist auch ein Seil, wo wir rüber balancieren können, würde ich sagen. Machen wir das mal. Und gucken uns mal an, was der dabei hatte erst einmal. Das wird jetzt bestimmt nichts Interessantes sein. Ein Stärkungstrank. Das wird bestimmt noch nützlich sein. Okay. Oh, da drüben haben wir einen weiteren. So auch einer dieser Scharfschützen sein. Ich sage, nehmen wir mal den Bogen raus und versuchen, den mal zu erledigen. Oh, Scharfschütze gegen Scharfschütze hier. Oh, nicht getroffen. Oha, wir sind entdeckt worden. Oha, das ist nicht gut. Aber wir haben, glaube ich, eine ganz gute Position und Deckung hier oben. So, jetzt war da drüben noch einer, gerade schon gesehen. Da ist er. Mal sehen, ob wir den erwischen können. Oh, das ist, glaube ich, eine ungünstige Entfernung. Mal sehen, verschießen wir einfach ein paar Pfeile in die Richtung. Ne, da glaube ich, das wird nichts. Ne, okay. Gut, ich glaube, wir sollten mal von hier oben versuchen. Ich glaube, wir versuchen das mal mit den Näherungsbomben. Oh, dann haben die da unten erstmal Spaß. Mal gucken, ob das funktioniert. Schießen wir einfach mal ein paar runter. Mal gucken, was passiert. Oh, und da kommt auch einer. Mal sehen, ob der jetzt direkt in die Näherungsbombe laufen möchte. Wir haben irgendwen erwischt. Und wir kriegen ein bisschen was ab hier unten, oben. Von denen da unten, so rum. So, das sieht doch ganz gut aus. So, ich glaube, ein paar Mal von mal ausgeschaltet. Hm, der da ist noch nicht erledigt. Und der da unten auch noch nicht. Gut, ich glaube, wir haben eine ganz gute Position gefunden. Und wir haben keine Munition mehr. Na egal, machen wir uns noch mal ein paar. Wir haben auf jeden Fall noch genug Metallbehälter und Lohe. Gut, wir können ja auch noch mal die anderen ausprobieren. Haben wir eigentlich noch ja nicht so wirklich gemacht. Mal sehen, ob wir da mit der Sprengbombe was erreichen können. Dann geht die nämlich gleich hoch, wenn die da landet. Mal sehen, was die so ausmacht. Na, nicht so sonderlich viel. So, vielleicht sollten wir den mal mit dem Zersprengerfeilen von hier oben mal beikommen. Mal gucken, ob wir da was ausrichten können. Oh, der Ener hat schon mal einen abgekriegt auf der Innenseite. Aber ich glaube, der Granatwerfer ist das da links oben. Mal sehen, ob das jetzt was ausmacht. Nee, nicht wirklich. Okay, mal sehen, ob ein zweiter was ausmacht. Nee, leider nicht. Wir auf der richtigen Stelle treffen. Jetzt ist er ausgewichen. Verdammte Sache. So, mal gucken, ob das jetzt was macht. Nee, auch nicht, schade. Gut, wir versuchen es erstmal. Ah, nee, das scheint ohnehin zu sein. Wenn ich das Symbol da richtig deute. Gut. Oha, der springt da gerade gleich Olin an. Ich glaube, dem sollten wir mal ein bisschen helfen. Nee, wir nehmen, glaube ich, mal lieber die Feuerpfeile. Das könnte mehr ausmachen. Oh, wir haben ein bisschen was abgekriegt. Ist aber auch, glaube ich, nicht schlimm. Wir werden uns mal die kleinen Gesundheitstränke einstellen. Das, glaube ich, reicht erstmal, solange wir da unten nicht direkt da bei denen sind. Schade, dass wir die Stolperfalle nicht einsetzen können auf die Entfernung. Okay, der brennt erstmal ein bisschen. Mal sehen. Ah, schlechte Entfernung hier. Wir machen recht wenig Schaden. Das ist nicht gut. Mal sehen, ob wir eine bessere Position kriegen. Wir versuchen mal hier rüber zu gehen.
Ja, versuchen wir das mal, ohne runterzufallen am besten. So ist gut. Und ich würde sagen, eigentlich haben diese Detonationsbomben recht gut funktioniert. Oder diese Näherungsbomben. Mal sehen, ob wir da... Nee, da kommen wir nicht hin. Na, obwohl doch, das müsste gerade so reichen. Mal sehen. Also nochmal zwei runter. Die stehen ja so gerade still, interessanterweise. Das ist ja sehr interessant. Nochmal sehen. Okay, jetzt steht er nicht mehr still. Oh, der hat wieder abgekriegt. Aber die Pfeile sind auf die Entfernung überhaupt nicht mehr effektiv. Die Schadenszahlen sind sehr niedrig. Okay, glaube, wir sollten vielleicht doch eher zurückgehen. Da kommen wir ja wohl an die ran. Na, mal sehen, ob das funktioniert. So. Machen wir das hier ganz vorsichtig. Und nehmen auf jeden Fall die härteten Pfeile. Und machen uns auch noch mal ein paar härtete Pfeile bei der Gelegenheit. So. Und dann würde ich sagen, müssen wir uns hier wohl mal erstmal wieder runter begeben. Ich glaube, dann kommen wir ein bisschen besser an die ran. So, runter. Und hier auch nochmal runter. Und wenn wir unsere Position verändern, wissen die vielleicht auch nicht mehr, wo wir sind. So, hier drüben ist Gras. Ich würde sagen, wir verstecken uns hier mal. So, und versuchen mal, den da zu erwischen. Ich würde sagen, wir scannen den nochmal ganz kurz. Da oben ist was wir abschießen sollten. Ah, okay, der springt da ein bisschen hin und her. Okay. Okay, aber hat uns offensichtlich nie so richtig entdeckt. Okay, das geht ja ganz gut. Oh, jetzt kommt er näher. Das ist nicht gut. Mal sehen, ob wir ihn jetzt da oben abschießen können. Nee, scheinbar nicht. Und da ist er erstmal weggesprungen. Okay. Vielleicht können wir jetzt mit den Feuerpfeilen was ausrichten, wenn der hier dichter bei uns dran ist. Oh, das sieht auch nicht viel besser aus. Oh, jetzt hat er uns getroffen. Okay, war vielleicht doch nicht die beste Idee. Wir versuchen es mal mit einem starken Schlag, ob wir uns zu Boden bringen können. Ja. Und können wir noch einen kritischen Treffer ansetzen? Ja, auch. Sehr schön. Und er ist fast ausgeschaltet. Jetzt ist er erledigt. Okay, und wir brauchen dringend mal einen Trank. So viel steht fest. So, wie immer beiseite. Und wir haben einen Stufenanstieg. Großartig. Wir verstecken uns hier mal wieder und wissen, ob das reicht. Oh, der steht direkt hier neben uns, der eine. Mal sehen, ob wir dem jetzt mit den Feuerfallen hier noch ein bisschen beikommen können. Okay, baut sich aber leider langsam auf. Wir gehen mal wieder beiseite, wollte ich gerade sagen. War schon wieder zu spät. Oh, da vorne liegt ja was Lilane. Okay, egal jetzt. Müssen wir uns mal auf den konzentrieren. Da kommt schon wieder gesprungen. Jetzt sollten wir den ja mal mit einer Nährungsbombe oder so versuchen. Oh, wir haben eine Ecke gefunden. Großartig. Oh, niemals rückwärts laufen eigentlich. Mal sehen. Das müssen jetzt die Nährungsbomben sein. Mal sehen. Oh, jetzt hat er hier tatsächlich noch was geschossen. Wir nehmen mal was aus dem Medizinbeutel. So viel Zeit muss sein. Ich glaube, wir machen das immer die nähärteten Feiern. Ich glaube, damit haben wir mehr Erfolg. Mal sehen, wo ist er jetzt hin? Da ist er. Jetzt kommt da hier Sprung. Den nehmen wir beiseite. Und wir nehmen wieder ein bisschen Abstand zu ihm. So, wir gehen mal hier rüber. Oh, da ist er ja schon. Oh, wir haben irgendwas getroffen. Das sah gut aus. Aber nicht gut genug, glaube ich. Jetzt haben wir irgendein Bauteil entfernt. Sehr schön. Ich hoffe, wir haben seinen Fernkampfangriff damit ausgeschaltet. Mal sehen, ob wir ihn jetzt ausschalten können. Wir haben auf jeden Fall hier eine ganz gute Position, wenn er sich erstmal hier drumherum bewegen muss. Er scheint auch nicht mehr zu springen, wollte ich gerade sagen. Da tat er es doch. Na gut, wir haben auch nichts von den Läufen oder so getroffen oder von seinen Beinen. Okay, jetzt schießt er noch mit Feuer. Das finde ich gar nicht gut. Er macht auch nicht viel Schaden zum Glück. Und ich glaube, da ist er gleich erledigt. Sehr schön. So, wir haben es wohl. So, glaub, wir haben alles. Nee, da läuft noch irgendwer. Ach, da war ja noch ein Scharfschütze. Okay, den haben wir erstmal erwischt. Und da ist er auch schon ausgeschaltet. Jetzt haben wir es erledigt. Sehr schön. So, und jetzt sollen wir mit Olin reden. Würde ich aber sagen, wir gucken uns erstmal an, was hier so rumliegt. Nicht, dass wir irgendeine Zwischensequenz kriegen und dann liegt das Zeug hier nicht mehr rum. So, hier haben wir alte Trümmer, genau. Ach ja, genau, das alte Gefäß. Und da haben wir das alte Gefäß Odyssey gefunden. Ein altes helles Armband, einen alten Kranz und einen alten Zahnstocher. Gut, sehr schön. Oh, brauchen wir uns ja im Notizbuch nicht anschauen, da ist ja kein Eintrag dazu. So, wo war jetzt der andere gestorben? Club hier oben. Gucken wir uns das mal kurz an und nehmen mal kurz einen Haps aus dem Medizinbeutel. Hier haben wir noch den zweiten Verderber mit 75 Metallscherben, einer 35%igen Handhabungsspule, einer Maschinenausbeuterkiste und viermal Metallbrand. Sehr nett. Gut. So, gucken wir mal weiter. Ist doch irgendwo noch was anderes liegen. Genau, da hinten ist doch der zweite Verderber gestorben. Die sollten wir uns auf keinen Fall entgehen lassen. Und hier haben wir nochmal 120 Metallscherben, ein leuchtendes Geflecht und zwei Metallbrand.
Okay, haben wir auch gerade einiges an Ressourcen verbraucht, definitiv für den Kampf hier. Und hier haben wir noch einen Kultisten-Scharfschütz mit 5 Metallschärmen. Das hat sich jetzt nicht so gelohnt. Hier vorne liegt auch noch offensichtlich ein Kultist. Ein Scherge mit 6 Metallscherben. So, und da liegt auch noch was. Gucken wir uns das erstmal an. Und da sitzt auch Ulin auf dem Boden. Na gut, den können wir mal warten lassen. Der scheint verwundet zu sein. Oh, der Verräter. Ja, ja, wir hören dich gleich an. Aber du kannst noch ein bisschen zappeln. So, hier haben wir noch einen Kultistengräber. Mit 4 Metallscherben. Ich würde sagen, wir schauen mal ganz kurz mit dem Fokus rum, ob wir noch irgendwas entdecken können. Hier ist noch etwas. Ach nee, das ist der Folterer. Okay, ich glaube, wir haben alles. Wenn ich mir das so anschaue. Du willst Rache. Ich bin bereit. Wir wollen erstmal mit dir reden, Olin. Versprochen. Ich sage dir alles. Das musst du wohl. Okay, wir fragen mal nach den Mördern. Wer waren die Mörder? Die Mörder, die bei der Erprobung waren. Wer sind die? Die Eclipse, eine Art heilige Krieger. Ein Kult der Schattenkarcher. Schattenkarcher? Sie sind nicht wie die Karcher, die ich kenne. Sie beten nicht zur Sonne. Sie beten zu einer Art Teufel. Ihr Aberglaube interessiert mich nicht. Oh, das ist kein Aberglaube. Ihr Teufel ist real. Er hat einen Namen, eine Stimme, eine schreckliche Stimme. Sie tun, was er befiehlt. Was für ein Teufel? Fragen wir erstmal nach dem Teufel, ja. Du sagst, der Teufel der Eclipse hat einen Namen? Hades. So nennen sie ihn. Hades. Und er kann sprechen? Bei meinem Stahl. Ich hörte es. Einmal, als er dich sah. Diese Stimme. Ein kaltes, schreckliches Klirren, das an den Knochen kratzt und dich aushöhlt. Metallisch, aber nicht wie aus der Erde oder dem Schmiedeofen. Was hat er gesagt? Systembedrohung erkannt. Nur 2 Worte. Mit der Stimme eines Teufels. Okay, sehr interessante Namenswahl. Hades. Klingt auf jeden Fall so, wie er es beschreibt, nach einer Computerstimme. Okay, fragen wir mal nach der Eclipse, also hier diesem Schattenkarja-Kult. Was wollen die Eclipse-Kultisten noch, außer mir? Ich weiß es nicht. Aber mit dem Karja-Bürgerkrieg wollen sie wohl Avad stürzen und Meridian zurückerobern. Was habe ich damit zu tun? Ich weiß nicht. Im Kampf bei der Erprobung griff mich ein Mann an. Groß, stark, tote Augen. Helis. Und wer ist das? Der Schrecken der Sonne. Wir nannten ihn Leichenstapler, als er der Streiter des Sonnenkönigs war. Wäre er ihm nur ins Grab gefolgt. Er führt jetzt die Eclipse an. Glaub mir, er ist der gefährlichste von allen. Okay. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit zu fragen, warum wurdest du rekrutiert? Machen wir damit mal weiter. Wie kam die Eclipse auf dich? Ja, sie entführten deine Familie, aber warum du? Ich war ein Wühler. Ich grabe an dunklen Orten und bin gut darin. Sie wussten wohl, dass ich ein guter Speer wäre. Ich war in einer Höhle bei Schöpfers Ende. Als ich rauskam, warteten sie. Ich lachte über den Priester. Und er zeigte mir Helis Engagement. Da lachte ich nicht mehr. Er gab mir den Fokus, um mich zu überwachen. Ich folgte Befehlen. Du hattest Zugang zu Meridian. Warum kamt ihr nicht an Avad heran? Jemand wie ich erhält keine Audienz beim wahren Sonnenkönig. Aber was Ersa und Erend mir erzählten, die Eclipse hörte jedes Wort durch den Fokus. Deshalb konnte ich dich nicht warnen, denn sonst hätten sie meine Familie getötet. Okay, verstehe. Aber warum gerade Ulin? So besonders scheint er nicht zu sein. Nun gut. Ich hoffe, das kriegen wir noch raus. So, jetzt können wir hier als nächstes fragen, warum alte Maschinen, ja? Warum sie hier die alten Maschinen auskramst, ergibt sich eigentlich aus den anderen Antworten ja schon, dass die Eclipse wohl offensichtlich Avad, den 14. Sonnenkönig, töten möchte und die alte Ordnung wohl unter dem vorherigen Sonnenkönig wiederherstellen möchte oder eine ganz neue Ordnung aufbauen. Nun gut, fragen wir mal nach diesen alten Maschinen. Warum graben die Eclipse alte Maschinen aus? Und wie bringen sie zum Laufen? Ich dachte, sie wollten die Teile, doch sie erwecken sie wieder zum Leben. Sie pflanzten ihnen irgendein Gerät ein, sodass Hades sie aus ihren Gräbern rufen konnte. Gegen solche habe ich schon gekämpft. Gibt es andere? Ja, die du erledigt hast, nennen sie Verderber. Aber es gibt noch andere, viel größer, die uralte Waffen tragen. Sie heißen Todbringer.
Ich habe sie nur in der Erde gesehen, aber nach heute ist alles möglich. Anscheinend bauen sie eine Armee auf. Wenn ja, wird die Welt fallen. Und ich bin mitschuldig. Oha, Todbringer klingt nicht gut. Ja, uns fehlen ja immer noch, glaube ich, zwei Maschinen, die wir noch nicht kennen. Ich glaube, das dürfte eine davon sein. Nun gut, und wir haben jetzt hier noch die Möglichkeit, nach der geheimnisvollen Frau zu fragen. Also wohl, ich sag mal, Aloys Mutter? Meint, ist das hier gemeint? Die Eclipse sollten mich töten, weil ich einer Frau ähnlich sehe. Älter als ich, viel älter, kurzes Haar. Wer ist sie? Ich weiß nicht. Mein Fokus fand einmal ihr Bild in den Ruinen bei Schöpfers Ende. Vielleicht findest du sie dort. In den Ruinen gefunden? Wie? Da war eine Tür und daneben irgendein altes Gerät, das das Bild der Frau enthielt. Mein Fokus hat den Ort gespeichert. Du siehst aus wie sie. Ist sie deine Mutter? Ich stelle hier die Fragen. Okay. Oha, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, sozusagen zeitlich zu richten. Ich hoffe, Ella macht jetzt hier nicht wirklich ernst. Na, mal schauen. Ich habe genug gehört. Beenden wir es. Ich werde nicht um mein Leben betteln. Aber wenn etwas Mitgefühl in dir steckt, rette meine Familie. Bitte. Wo kann ich sie finden? Mein Fokus hat den Ort gespeichert. Dort sind immer Wachen. Aber du kommst bestimmt damit zurecht. Okay, wir haben jetzt tatsächlich noch die Möglichkeit zu entscheiden, was wir mit ihm jetzt machen. Wir haben eine Intelligenzoption. Es ist kompliziert. Das sagt jetzt nicht wirklich viel aus, leider. Dann haben wir hier die Herzoption Tilge deine Schuld, also die mitfühlende Option. Und wir haben die quasi, ja, brutale, gewalttätige Option, dein Leben ist verwirkt, dann würden wir ihn jetzt wohl wirklich töten. Aber ich glaube, Odin könnte uns noch von Nutzen sein, wenn wir ihn an dem Leben lassen. Also würde ich sagen, wir nehmen mal die Herzoption und sagen, tilge deine Schuld. Es wird viele gute Taten brauchen, bis alles abgegolten ist. Du verschonst mich? Nach all meinen Taten? Ja. Ein neues Leben, Olin. Und schmiede es weise. Dann stehe ich den Rest meines Lebens in deiner Schuld. Geh dorthin, wo deine Familie gefangen ist und warte auf mich. Ihre Leben sollst du zuerst retten. Es ist zu viel der Gnade. Aber ich werde sterben, um mich als würdig zu erweisen. Ich werde auf dich warten. Okay, wir haben die Hauptquest abgeschlossen. Die Stadt der Sonne. Haben 6000 XPs erhalten, einen Fertigkeitenpunkt, sehr, sehr schön. Okay, und wir haben eine neue Hauptquest erhalten, wir sollen uns nach Schöpfers Ende begeben. Und ein neuer Auftrag, Kollateralschaden, das ist dann wahrscheinlich eine Quadri-Quest für Olin jetzt. Okay, gucken wir uns das am besten mal beides an, schauen wir mal auf die Karte. So, jetzt sollte auch die Hauptquest noch aktiv sein. Okay, das führt uns ganz, ganz weit nach Norden, nordwestlich ein bisschen. Okay, ja, da oben muss dann Schöpfers Ende sein. Gut. Da haben wir auch ein altes Gefäß, zwei alte Gefäße, ein Panorama, da haben wir eines vor uns. Und hier hinten haben wir auch noch die beiden anderen Quests. Die Reichen berauben, stimmt, das war die Sache, wo wir das Schwert am Anfang gesucht haben. Und das Feld der Gefallenen trifft dich mit Ehren am Rotkampass. Ja, da geht es ja um seine Schwester Ersa, da war ja eben auch von den beiden hier die Rede. Okay, und jetzt müssten wir noch eigentlich eine weitere Quest haben. Die sehe ich aber gerade nicht. Schauen wir am besten mal in die Quests rein. Das war eine Nebenquest, die war ein Auftrag. Da ist er auch schon. Oder da ist er schon. Kollateralschaden. Olin hat Aloy nicht um sein Leben angefleht, sondern um das seiner Familie, die von der Eclipse als Druckmittel gefangen gehalten wird. Und da sollen wir uns jetzt zu den Spornfelsen begeben. Aha, finde heraus, wo Olins Familie gefangen halten wird. Okay, lass uns das mal auf der Karte anzeigen. Oha. Okay, Tatsache. Ja, jetzt sollen wir uns zu den Spornfelsen begeben. Das ist hier nördlich des Spornfelsen, der Spornfelsen-Jagdgebiete. Da waren wir ja erst kürzlich unterwegs und hatten, glaube ich, hier eine Metallblume gefunden. Moment, dann weiß ich auch, was das rausläuft. Da hatten wir uns doch, ja, hier so ein verlassenes Anwesen angeschaut. Ah ja, hat er damals schon vermutet oder an der Stelle vermutet, dass dies zu einer Quest gehört und wir dahin zurückkehren werden. Tatsache. Okay, gut, dann wissen wir jetzt, wofür es ist. Da wird wohl Olins Familie gefangen gehalten. Nun gut, sehr schön, hätten wir das.
haben wir hier die Sache erst einmal mit der Hauptquest vorangetrieben. Das würde ich erst mal sagen, orientieren wir uns erst einmal. Da vorne haben wir ein Schnappmaul-Aria. Ja, das war hier gerade am Anfang auch ganz kurz eingeblendet, kurz zu sehen, als wir den Steinbruch betreten haben. Also das Schnappmaul-Aria ist wohl hier drumherum, aber es ist wahrscheinlich nur im Fluss. Da drüben haben wir auch ein Lagerfeuer. Hier oben haben wir, ich glaube, das müssten dann auch Verwüster sein. Und ein Lagerfeuer. Und jetzt sollten wir uns eigentlich am besten als nächstes zu Erend begeben. Ja, ich hoffe, wir können mit ihm dann vielleicht nach Meridian zurückkehren, bevor wir diese lange Reise da nach Norden antreten. Hier ist auch noch eine Ausgrabungsstätte und hier ist auch noch, oha, eine verdorbene Zone für Stufe 32. Nun gut, und dahin ist eine für 34 und dafür 27. Das sieht eigentlich so aus, als sollten wir da tatsächlich langsam hin. Bin ich gespannt, wie uns jetzt der Weg hier als nächstes führt. Na, mal sehen. Würde aber sagen, wir verlassen erst einmal hier den Steinbruch. Ich glaube, wir haben hier alles eingesammelt, was es gab. So, wie kommen wir denn jetzt hier wieder raus? Da oben geht's wohl raus. Gut. Bisschen schade, dass jetzt schon wieder dunkel ist. Aber ich glaube, der Angriff bei Nacht war auch nicht das Verkehrteste. Nun gut, so, da liegt einer der beiden Verderber. Oder Dämonen, wie die Nora sie am Anfang genannt haben. Ohne die Informationen aus dem Fokus. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt eine gute Sache ist. Olin trägt ja immer noch den Fokus und die Eclipse wird das doch hier mitgekriegt haben. Ich weiß nicht, ob er das überleben kann oder ob sie ihm vielleicht irgendwem hinterher schicken. Das steht zu befürchten. Und was machen die in der Zwischenzeit mit seiner Familie? Gut, also wir werden auf jeden Fall zu den Spornfelsen müssen. Aber wenn wir jetzt schon hier oben sind, würde ich sagen, wir treten nicht den Weg. Oh. Ich glaube, wir springen einfach nur runter. Das geht besser, als wenn wir uns da fallen lassen. So, jetzt würde ich sagen, wir gehen erst einmal zu dem Lagerfeuer rüber. Ja, nach der Geschichte sollten wir definitiv auf jeden Fall schnell speichern. Ja, so viel Zeit muss sein. So, wann haben wir denn da drüben? Ja, schon in der letzten Folge gesehen. Ich würde sagen, da dürften noch weitere Verwüster sein. Genau, ja, statt Siege 10 haben wir jetzt... Oh, da drüben ist auch noch ein Panzerwanderer. Okay, gut. Aber egal, gut, wir wollen jetzt erstmal zu dem Lagerfeuer, wo wir gerade eben hier auch die Folge begonnen haben. So, sehr schön, erstmal schnell gespeichert. Da vorne haben wir auch Breitköpfe, aber ich glaube, die brauchen wir nicht. Das dürfte auch gar nicht so weit sein zu Erend. Oh, nee, muss da vorne direkt sein. Da vorne ist auch ein Lagerfeuer. Gut, dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf den Weg da nach Norden. Gut. Oh, wir sollten uns doch ein Reittier mitnehmen. Könnte nicht schaden. Vielleicht sollten wir uns bei der Gelegenheit auch noch mal ganz kurz ein paar Heilkräuter suchen. Unser Beutel ist nicht ganz voll. So. Würde ich sagen, gucken wir uns hier noch mal ganz kurz um. Und nehmen wir uns hier die heilende Talröte mit. Sehr schön. Das ist doch großartig. Hier haben wir aber eine Feuerbrennwurzel, genau. Ach ja, wir können auch mal nach einem Kaninchen Ausschau halten. Wir hatten ja schon hier eins entdeckt. Vielleicht können wir noch ein weiteres entdecken. Uns fehlt ja immerhin noch was von den Kaninchen. Da ist ein Fuchs, aber kein Kaninchen. Schade eigentlich. Na nun gut. So, die Breitköpfe, eigentlich brauchen wir keinen. Hier hinten scheint auch nichts weiter zu sein. Nee, da hinten liegt was. Moment, da hinten ist ein toter Wächter. Na gut, okay. Also wegen einem Wächter brauchen wir da nun wirklich nicht hinlaufen. Da finden wir ja bloß wieder eine Metallschabe oder so. Nun gut. Aber wir finden leider keine weiteren Heilkräuter. Das ist ein bisschen schade. Na nun gut. Ich hoffe, bei unserem Weg jetzt nach Norden zum nächsten Lagerfeuer wird uns noch was... Ja, wenn wir noch was finden. Hier haben wir auf jeden Fall noch einen toten Wächter. Aha. Und zwar Metallschabe. Gut, der lag wenigstens auf dem Weg. Solange man für die keine Umwege machen muss, geht das ja. So, dann müssen wir wohl in die Richtung und erstmal zum nächsten Lagerfeuer. Was haben wir hier rechts noch? Eine Eisraureifwurzel, so wie es aussieht. Genau. Da vorne sieht es verdächtig aus, als gäbe es da noch Heilkräuter. Genau, da ist eins. Das ist definitiv eins. Und da ist ein Kaninchen. Moment, so viel Zeit muss sein. Jetzt sollten wir uns mal versuchen zu schnappen. Oh, ich glaube, das ist in die Ecke gedrängt. Ah, das hat aber scheinbar nur was Weißes dabei, also scheinbar nur Fleisch. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Oh, wir brauchen ja immerhin noch ein bisschen was von denen. Um unseren Outfitbeutel, glaube ich. Nee, ich glaube, für den Outfitbeutel brauchen wir... Oh, wir haben noch was anderes gefunden. Hier hinten liegt tatsächlich noch ein Datenpad, so wie es aussieht. Okay, na dann gucken wir uns das mal an. Datenpunkt, dein Geschenk, eine Textnachricht. Lesen wir die mal. Dein Geschenk. Textdatenpunkte Welt. Von Theresa Sanders an Sarah Patterson.
betreff dein Geschenk. Hi Sarah, ich wollte mich für dein Geschenk bedanken, aber aus anderen Gründen als du denkst. Erinnern wir uns, ich sagte dir, dass ich mich für diese Schlacht verpflichten und kämpfen müsse. Dass es feige sei, es nicht zu tun. Daraufhin hast du mich als illoyal beschimpft und für mehrere Tage vor die Tür gesetzt. Also hielt ich Wort, falls du dich erinnerst. Ich war diejenige in dieser Beziehung, die Wort gehalten hat und verpflichtete mich. Wusste ich, dass ich dich zurücklasse? Ja. Habe ich mich deswegen schlecht gefühlt? Ja. Dann, 2 Tage nach Beginn der Grundausbildung, kam ein Paket von dir. Ich mache es auf. Es ist ein Geschenk drin. Was für ein Geschenk? Ein ausgestopfter Fuchs. Ein ausgestopfter Fuchs? Ist das ein Witz? Nein, kein Witz. An besagtem Fuchs ist eine Nachricht befestigt. Was steht drin? Steht da tatsächlich drin? Tut mir leid, Schatzi. Mich fuchsen gerade ein paar persönliche Probleme? Ja, leider muss ich dir mitteilen, dass genau das da drin steht. Als ob das, was immer das sein soll, dein Verhalten erklären oder entschuldigen könnte. Und darum will ich mich bei dir bedanken. Im Gespräch mit anderen Rekruten, die von ihren Partnerinnen und Partnern erzählt haben, begann ich, uns durch eine rosarote Brille zu sehen. Ich fragte mich sogar, ob meine Entscheidung falsch war. Aber dieses Paket und sein Inhalt, das war ein Schlag, der mir die Augen geöffnet hat. Es hat alle Zweifel ausgeräumt. Du bist ein totaler Schwachkopf, Sarah. Eine dumpfe, hirnlose Idiotin. Wenn ich die Wahl hätte, gegen Killerroboter zu kämpfen oder noch einen Tag mit dir zu verbringen. Süße, die Entscheidung wäre mehr als leicht. Melde dich nie wieder bei mir, Theresa. Okay, das war ein sehr interessanter Abschiedsbrief sozusagen. Uiui, das war eine interessante Abrechnung. Okay, haben wir erfahren, wie die Beziehung da von diesen beiden Frauen zu Ende gegangen ist. Gut, die muss man erstmal kommen, denn so einen ausgestopften Fuchs dazu verschicken. Das ist mal kreativ, das muss man zumindest der Sarah lassen. Okay, so, und wir haben da irgendwas vor uns. Okay, wir haben Lanzenhorn und wir haben, ist das jetzt Aaron vielleicht? Na, mal sehen. Ich hoffe nicht. So, wir sollten uns aber, glaube ich, mal einmischen. Ja, ich denke, wir sollten uns da einmischen. Mal sehen. Ja. Okay. Ich glaube, der Lanzenhorn, da kriegt erstmal ein paar Feuerpfeile ab. Ich hoffe, wir erwischen damit die Lohbehälter. Okay. Oh, der sollte aber gleich liegen, der Lanzenhorn. Okay. Ich glaube, das verbrennt gerade und will abhauen. Das ist aber nicht gut. So. Und sollte jetzt erledigt sein. Sehr, sehr schön. Das wäre geschafft. Danke für die Hilfe. Und wir haben tatsächlich Erend gefunden. Gut. Und wir sollen jetzt mit Erend reden. So, jetzt würde ich aber sagen... Komm her, lass uns reden. Ja, das machen wir. Aber das werden wir erst beim nächsten Mal machen. Hier haben wir nämlich das Lagerfeuer vor uns. Und ich möchte das noch nicht beginnen. Bevor wir A zum einen nicht gespeichert haben... Und das möchte ich dann auch, wie gesagt, erst in der nächsten Folge machen. Für heute soll es das nämlich gewesen sein. Und dann werden wir mal zu Erend drüber gehen. Der ist jetzt hier schon sehr ungeduldig. Und ja, schauen wir mal, was er da von uns möchte. Er hat ja gesagt, wir sollen mit dem Fokus für ihn nach Spuren, ja, suchen, die am Ort des Angriffs auf seine Schwester entstanden sind. Gut, also, wie gesagt, für heute war es das. Ich hoffe, die heutige Folge hat euch gefallen und dass wir endlich der Hauptquest gefolgt sind und Olin gefunden haben und mit ihm reden konnten. Gut. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es hier mit Horizon Zero Dawn weitergeht. Bis dahin, macht's fein, ciao, ciao und bis bald.